Hey du, willkommen bei dem Abi-Chami-Muttertest, wo du die Lese- und Rechtschreibfähigkeiten deiner Mom testen kannst. Keine Sorge, deine Mami wird auch nicht nur durchgehend beleidigt. Lad dir die App herunter und setze deine Mom neben dich. Bereit? Top! Helfe ihr erstmal bei der Anmeldung. Ein kleiner Tipp, viele benutzen auch richtig coole Namen dafür. Wie heißt deine Mutti? Josefa? Machen wir eine Yusufada-Rule raus. Nach diesem wichtigen Schritt kommen wir auch schon zu den Übungen. Hier siehst du die Übungsübersicht, bei der ihr euch entscheiden könnt, welche Aufgabe ihr zuerst macht. Level 1, 2 und 3 stehen für unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Ach ja, bevor wir starten, falls du zwischendurch mal einen kleinen Aggressionsmoment erlebst, weil deine Mama mit der Aufgabe nicht klarkommt, kannst du dir eine Verschnaufspause gönnen und uns deine Arbeit machen lassen. Dazu findest du unten auf jeder Seite eine Audiohilfe. Einfach starten, aus dem Raum gehen und abreagieren, ohne dass deine Mom irgendetwas davon mitbekommt. Wie gesagt, gibt es mehrere Schwierigkeitsstufen. Die ersten Übungen sind daher etwas easier als die folgenden. Im ersten Level geht es um das Erkennen. Teste, wie gut deine Mom Wörter identifizieren kann und wie schnell sie dabei ist. Die Aufgabe besteht darin, aus mehreren möglichen Antworten die richtige anzuklicken. Ich glaube, hier geht es um das Wort Verstehen, oder? Mega nice! Ihr seid anscheinend mit der ersten Sache durch. Next! Die zweite Übung konzentriert sich auf die Hör- und Lesefähigkeiten deiner Mom. Hört euch erstmal das Wort an und versucht euch die Aussprache zu merken. Das ist sehr wichtig, denn im nächsten Step muss deine Mom das Wort selbst vorlesen. Sei bitte ein bisschen geduldig. Deine Mom kann den Vorgang mehrmals wiederholen, falls sie merkt, dass es noch nicht ganz optimal ist. Zwischendurch könnt ihr immer umswitchen und andere Optionen wählen. Drückt dazu den Menü-Hamburger auf der rechten Seite. Von hier aus könnt ihr zurück zu den gewünschten Aufgaben kommen, euch euer Ranking ansehen, in der Umgebung nach Abi-Chami-Kursen schauen und natürlich Kontakt aufnehmen. Aber nun wieder zurück zu unseren Übungen. Das letzte Level bezieht sich auf die Schreibfähigkeiten deiner Mutti. Hier testet ihr, wie gut sie die jeweilig vorgestellten Buchstaben kennt und wie sie diese schreiben kann. Relativ selbsterklärend sind die Abschnitte der Buchstaben markiert, die deine Mom nachziehen soll. Wenn sie die Übung nicht sorgfältig genug macht, fail. Aber kein Stress, auch hier ist alles cool und deine Mom darf die Aufgabe mehrmals versuchen. Geschafft? Na geil! Was glaubst du? Ist deine Mami fit genug? Oder hat sie noch ein paar Lecks, die verbesserungswürdig sind? Vielleicht wird es durch das Ranking klarer. Lass mal schauen. Platz 9. Not bad! Könnte aber besser sein, oder? Und wer zum Teufel ist diese Dammler MC, Mann? Im Anschluss siehst du deine Umgebung. Keine Panik, es ist nicht die NSA. Wir zeigen dir bloß eine Lernstätte in deiner Nähe. Die Adresse, die Zeiten der Unterrichtsstunden, genauso wie die bequemsten Anfahrtmöglichkeiten findest du hier. Super, ihr seid jetzt aufgeklärt. Finde ich nice. Richte deiner Mami schöne Grüße aus und wünsche ihr viel Erfolg bei den Kursen von mir. I'm out.